Gut. Gucken wir mal. Die sind aber alle eigentlich ganz weit weg. Sie schafft das vielleicht sogar alleine, oder? Mit dem Schnitter auf jeden Fall. Komm, weh, du triffst mit den 36% und weine ich. Danke. Dead. Okay, sie sagt einfach gar nichts dazu. Ist okay. Gucken wir mal, kommen die beide hierher? Nee. Nicht schlecht. Was mit ihm? Käme er dahin? Nee. Okay, dann schaffen wir das aber eventuell. Er kommt hin, wie gesagt, er nicht. Wobei Lonzo eigentlich wirklich beide schaffen müsste. Dann kann Maribel mal kurz ihr sie heilen. Die gute Anna. Ich trau mich halt nicht. Kommen alle bis da hoch. Aber Tata müsste das eigentlich schaffen. Ich lass die mal locken. Und du greifst mal so an. Ja. Da, da, da. Level 18. Woo! Oh nein, mein Donner ist zerbrochen. Scheiße. Okay, ihr könnt ja alle mal ein bisschen vorrücken. Ich behalte mal Wyke mit in der Gegend. Und Chrome kann ja mal hier hingehen. So. Lonzo, enttäusche mich nicht. Yes. Er hat mich nicht enttäuscht. Oh. Sein 2% krittet er auch noch. Sehr geil. Der Gute. Ja, sehr gut. Okay, und jetzt kommt der Typ noch. Die Tage schafft das locker. Er ist tot. Goodbye. Ja, finde ich auch. Auf jeden Fall. Genau, und den schafft sie ja sowieso. Also es würde mich sehr wundern, wenn sie jetzt deshalb stirbt. Oh ja. So, Level C auch noch erreicht. Perfekt. Ah. Natürlich trifft er. Aha, und er bewegt sich jetzt auch noch. Aber wie gesagt, schafft sie alles. Yes! So close. Super. Weil die sind sowieso nervig, die Einheiten. Level 16. Taja, du Geiler. Okay, und jetzt haben wir es geschafft. Die rücken vor. Ich hoffe, Gangrel nicht. Scheiße. Der auch noch. Und es kommt noch Verstärkung. Wir müssen alle besiegen. Okay. Ich weiß nicht, wie krass Gangrel ist mit seinem Donnerschwert. Er macht auf jeden Fall bestimmt gut Schaden, könnte ich mir vorstellen. Wir sind eigentlich alle recht gut positioniert. Ich schau mal kurz, wie es hier aussehen würde. Okay, also den Dieb, der eigentlich, glaube ich, keine große Gefahr darstellt, den können wir auf jeden Fall wegbämsen. Und ihn hier schaffen wir vielleicht auch. Was macht denn Taja so? Okay, das habe ich schon erwartet. Aber Taja, Novi und Miriel, eventuell sogar Virion, könnten die beiden ausschalten. Die beiden haben erstmal hier oben zu tun. Ja, Teddy und Libra sind halt hier beschäftigt. Ja, komm. Ich skipp das mal. Bitte trifft. Dankeschön. So. Gucken wir mal. Ich mach mal den Schnitter. Für alle Fälle. Gut. Okay, sehr gut. Das würde ich auch gern wissen. Sehr schön. Ich glaube, Wyke kümmert sich mal um ihn hier. Los! Macht Lonzo mit? Nee. Er darf leider nicht mitmachen. Mhm.
Ja, komm. Teach is watching. Ja, ist toll, oder? Finde ich auch. Level 2, die gute Gaunerin. Okay. Der Panzerreich ist halt schon sehr geil. Let's go. Also, gut. Schauen wir mal. Was kann ich denn ausrichten? Ich glaube, sie ist eigentlich hier ganz gut aufgehoben. Ich komme leider nicht an Gangrel ran. Aber er kann ja nur einmal angreifen. Kommt also darauf an, wen wir in den Radius reinstellen. Aber ich denke, es müssten alle überleben. Außer jetzt natürlich hier sie oder so. Das wird nichts. Mit dem Falschen bist du eigentlich ganz gut auf dich alleine gestellt, Crom. Ich denke, du schaffst das. Right. Ich muss halt leider Maribel retten. Ich denke, sie schafft das. Ich glaube, Tarja überlebt das. Sie hat zwar ein bisschen was abbekommen, aber sie müsste es trotzdem schaffen. Vielleicht schützt sie auch Gaius, man weiß es noch nicht so genau. Kann ich eigentlich irgendwie aus der Ferne angreifen? Oder... Also schützen meine ich, kann ich leider nicht. Lissa ist ein bisschen im Weg. Ja, ich weiß nicht. Mit dem Donnerschwert wird ja sie auf jeden Fall auf die Fresse kriegen. Hat einen Drachenstein? Why? Gut, die gehen alle auf Tarja oder auf Crom. Er wird auch auf Crom gehen. Kann jetzt schief gehen, ich bin mir noch nicht ganz sicher. Ich nehme die mal lieber raus aus dem Radius. Das geht safe schief. Das geht safe schief. Oh, die gehen da hoch. Oh. Das war mein Glück. Dwick. Ja. Ich bin so froh, dass sie da rankommen. Das hat mir gerade echt geholfen, dass sie denken, Anna ist scheiße. Okay, er geht zu Crom. Oh, weich aus. Crom, verdammt. Genau, dass er das schafft, das habe ich mir schon gedacht. Jetzt wird es spannend bezüglich Tarja. Er geht zu Crom. Okay, aber das müsstest du überleben. Er schafft das nicht. Komm her, Prinzlein, ich habe meine Klinge nur für dich geschärft. Meine Schwester wollte Frieden für unsere beiden Völker, Gangrel. Doch solange du lebst, kann kein Friede herrschen. Für Ulyss! Oh oh, er wird sterben. Gods, no. Ich dachte, Crom schafft es, aber ich war leider nicht neben ihm. Und er war nicht voll geheilt. Es tut mir leid. Lasst mich zurück, rettet euch, wenn ihr könnt. Crom, nein, du darfst nicht sterben, nicht jetzt. Und so. Tod. So, das ist der Game Over Screen. Habe ich schon mal gezeigt, keine Ahnung. Naja, ich sehe euch gleich wieder. Also ich weiß nicht wie, aber irgendwie haben alle Gangrel überlebt. Ich bin gerade sehr glücklich darüber. Hier oben kam gerade dummerweise Verstärkung, aber naja, ist jetzt auch nicht so wild. Weil ich dann einfach die beiden hier stehen lassen würde. Er ist halt jetzt schon ein bisschen doof hier. Aber es geht. Ich meine, er ist jetzt leider auf seiner Burg. Das ist ein bisschen scheiße. Aber ich könnte mir vorstellen, dass wir ihn vielleicht sogar klein kriegen. Wenn die paar, die noch übrig sind, einfach auf ihn losbashen. Ja, du aus, natürlich außer dir. Du kommst nämlich nicht dran. So, ich denke mal, Novi überlebt das. Lock her. Ich glaube, Olivia kommt eh nicht ran. Dann lasse ich sie nämlich mal dancen. Ich sehe sowieso kommen, dass ich nochmal von vorne anfangen muss hier. Also passt schon. So, let's go. Er ist dead. Supir. Ich brauche dringend Heilung für Libra. Ich würde ja sagen, dass es dumm wäre, wenn Gangrel sich wegbewegen würde von seiner Burg. Und Tarja kommt hier echt super klar, muss ich sagen. Sie macht das sehr gut.
Ich mache es mal weiter mit dem Elfendonner, würde ich meinen. Also sie macht hier gerade single-handedly diesen Kampf. Aktuell. Passt aber. Also es klappt ganz gut hier gerade. Das Dumme ist, dass die anderen nicht rankommen. Sonst würde ich sagen, ja, kein Problem. Der Rest macht das schon. Ja, ist aber leider nicht so. Also wie gesagt, ich hoffe einfach, dass er sich nicht wegbewegt. Dann wäre es kein Problem. Ich habe ein bisschen Angst um Teddy. Sie ist nicht so geil, leider. Oh, jetzt ist Lissa im Angriffsfeld. Ich glaube, das habe ich verkackt. Na gut. Passiert. Ich werde mal Wyke vielleicht noch hier reinstellen. Vielleicht wird er angelockt. Gucken wir mal. Wird Gangre gleich beginnen? Nee, er heilt sich. Ah, und da geht's zu Virion, ja. Dann war's das mit Virion. Ugh. Ciao. So, es läuft kacke, wie immer. weil die auch alle außer Reichweite sind aktuell, leider. Aber vielleicht schaffe ich Gangrel schon mal. Das wäre ja nicht übel. Es wird halt niemand überleben, leider. Bin ich ziemlich sicher, weil es wirklich allen sehr scheiße geht. Aber ich glaube, das größte Problem ist wirklich er hier. Diese Einheit wird sehr wahrscheinlich sterben. Kommt drauf an, wie viel Schaden ich mache. 8. Er hat noch 7 KP. Ich habe zu 90%. Mit Wind ist leider ein Schaden übrig. Teddy, du schaffst das! I'm right here. Ah, nimm das! Okay, geil. Ja, ja. To hell with all of it. Du bist tot! Blinder kleiner Prinz, deinem Volk bist du egal. Du bist allein. Wie jeder lebt und stirbt. Allein. Alter, gib mir bitte dein Schwert, Alter. Ich brauche es. Danke. Nee, baller das mal weg. So. Vielleicht, aber nur vielleicht. Schaffe ich es doch noch, die Probleme machen, es zu töten. Dann könnte ich den Kampf endlich schaffen. Ey, ich beiß mir so die Zähne dran aus. Ich kann nicht sagen, woran das genau liegt. Ob ich einfach scheiße bin, kann natürlich sein. Kann natürlich actually sein. Jetzt bin ich gerade am Überlegen, was am schlauesten ist. Ich muss halt dringend irgendjemanden heilen. Die Schöpfkelle, Alter. Wie viel Schaden macht er denn? 25. Komm, mit 100%, das wird. Olivia ist leider auch total weit weg. Das ist ein bisschen kacke. Du machst 10. Du machst... 13 runter. Könnte klappen. Ja, kann halt jetzt leider schief gehen, auch weil Olivia hier ein Problem hat. Also ich denke mal, Olivia wird leider sterben. Das ist scheiße, wie man so schön sagt. Ja, ich wusste halt nie, wie ich die positionieren soll. Ich hatte echt Probleme bei allem. Oh mein Gott, Wyke kommt da runter. Tja, wird halt leider nichts bringen. Tja, kann jetzt sehr schief gehen. Wird es wahrscheinlich auch. Ja, das habe ich erwartet. Oh, sie hat überlebt. Ich habe aus Angst geskippt, aber sie hat überlebt. Okay, ich glaube, ich hab's geschafft. Ich habe es tatsächlich vielleicht, eventuell geschafft. Gut, aber es ist auch die das erste schwere Kapitel, nenne ich es mal, weil das ja vor dem Timeskip spielt. Verrate ich jetzt einfach mal. Weil es geht natürlich noch weiter, das Game. Na, es ist noch nicht vorbei, natürlich. Wäre auch komisch, wenn es jetzt vorbei wäre. Es hat 26 Kapitel. Vielleicht so vorbereitend könnte ich das schon mal sagen. Okay, so. Ah, jetzt müsste es eigentlich gebunkt sein. Eieieiei. Junge. Ja, ich habe echt lang gebraucht jetzt. Also... weiß nicht, wie viele Versuche ich jetzt gebraucht habe. Und ja, ich möchte auch nochmal betonen, ich spiele das Game zum Spaß und nicht, um euch zu beweisen, wie gut ich bin oder was ich weiß. Und ich bin sicher, dass manche von euch sich die Hände über dem Kopf zusammenschlagen. Aber dann seid ihr hier nicht richtig, meine lieben Freunde, ja? Dann seid ihr hier einfach nicht richtig. Ich sag's euch, wie es ist. So, kommt mal bitte hier runter. Dankeschön. So, die bamsen wir jetzt weg und dann sind wir endlich fertig. Ich skippe jetzt auch, weil ich das schon so lange mache. Ich wollte eigentlich heute ein bisschen im Voraus aufnehmen, weil ich keine Folgen mehr habe bald. Aber naja, so kommt man natürlich nicht voran. Och, endlich geschafft, Bruder.
Mein Herr, die Plegianer geben sich. Gib sofort den Befehl an unsere Truppen, sämtliche Kampfhandlungen einzustellen. Sire. Jawohl, mein Herr. Gott. Endlich. Ja, und theoretisch würde er jetzt Olivia heiraten, wenn du sonst mit niemandem ihn hast sprechen lassen. Jetzt warten wir auf ihren Abgesandten und dann beenden wir das Blutvergießen endlich. Das alles fühlt sich nicht wirklich wie ein Sieg an. Es sind die bitteren Siege, die uns stärker machen, mein Junge. Regner Ferox hat heute viele gute Krieger verloren. Kümmern wir uns um die Toten. Danach geht es an die Ausbildung der Lebenden und den Wiederaufbau der Armee. Tut mir leid, Flavia. Ich wünschte, wir hätten diesen Krieg allein führen können. Iulis und deinem Reich jedwege Schuld begleichen, soweit es mir möglich. Was? Achso, wird. Oh, wie wäre es dann, wenn du mir das Fire Emblem aushändigst? Schau nicht so. Du kennst doch den Ferroxer Humor. Mach dir wegen unserer Finanzen keine Sorgen, Crom. Plegia wird für die Kriegsentschädigungen aufkommen. Ich sah ihre Schatzkammer. Sie können sich die Entschädigung ohne weiteres leisten. Ja, wer zwischen Flavia und einer vollen Goldtruhe steht, ist zu bedauern. Ich werde daran denken, solltet ihr je zu Besuch nach Iulistel kommen. Wir haben es geschafft. Oh mein Gott. Ja, plötzlich hat Abbruch. Und so endete der Krieg zwischen Iulis und Plegia. Prinz Crom und Teddy arbeiteten unermüdlich am Wiederaufbau von Iulis. Dies war keine leichte Aufgabe, denn der Krieg war eine harte Last für das Reich. Doch Arbeiter aus Ferox und Gold aus Plegia schufen eine Ära des Friedens. Der Prinz verzichtete aus Respekt vor seiner Schwester auf den Titel des Erhabenen. Dennoch verlangte das Volk bald darauf eine Ehefrau an Croms Seite. Und Crom wusste tief in seinem Herzen schon lange, wer diese Frau sein sollte. Die Hochzeit war ein fröhliches Ereignis und wurde von Tausenden besucht. Scheinbar waren endlich die letzten Wunden in der Geschichte von Iulis geheilt. Aber dann, 2 Jahre später... Ich habe eine Magd geheiratet. Nein, aber wär witzig. Ein Bote aus Regner Ferox, Hoheit. Schick ihn bitte gleich zu mir. Ja, mein Herr. Also hatten sie 2 Jahre Frieden, ist doch nice. Ist doch schön, kann man sich doch gönnen. Ah, Dingens. Prinz Crom, ich komme im Auftrag des regierenden Kans Flavia. Flavia? Nun, das ist eine Überraschung. Gibt es ein Problem? Ich befürchte, dem ist so, mein Herr. Kan Flavia wünscht, so bald wie möglich ein Treffen zu arrangieren. Was ist denn passiert? Unsere westlichen Nachbarn aus Warum haben aufgehört, gute Nachbarn zu sein. Der Imperator, den sie auch den Eroberer nennen, hat eine Kriegsflotte entsandt. Eine Invasion, ist das sicher? Ja, Hoheit, Kan Flavia hofft, euch so schnell wie möglich in Ferox zu treffen. Wie denkt ihr darüber, mein Herr? Das hört sich auf jeden Fall nach Ärger an. Wir werden uns sofort zu Flavia begeben. Mehr Krieg! Ich bin uns deine Ehefrau. Crom. Ich weiß, was du denkst, Teddy, doch wir schulden Regner Ferox zu viel. Ich muss mich vor Ort über die Lage informieren, bevor ich handeln kann. Yeah. Oh, dann kannst du jetzt also Gedanken lesen. Welch wunderbares neues Talent. Ich wollte lediglich vorschlagen, dass wir unterwegs unsere Taktik besprechen. Aber Lucina ist noch ein Neugeborenes. Sie braucht ihre Mutter. Du sagtest, dass ich im Haus Iulis eine Amme um die Kinder kümmere. Lissa und du, ihr habt euch doch auch prächtig entwickelt, nicht wahr? Lucina ist ein starkes Kind, sie kommt ganz nach ihrem Vater. Dieses Mal in ihrem Auge beweist es. Ich mache mir nicht Sorgen um sie, ich mache mir Sorgen um dich. Das ist doch ein Grund mehr, warum ich in deiner Nähe sein sollte. Wir sind 2 Hälften eines Ganzen, weißt du noch? Ach, lass ihn mitkommen, Crom, ihr beide braucht einander. Also gut, Teddy, versprich mir nur, auf dich aufzupassen. Lissa und ich sind früh Waisen gewesen, aber wir hatten wenigstens M. Ich will nicht, dass Lucina ohne eine liebevolle Familie aufwächst. Ja. Das will ich auch nicht. Darauf gebe ich dir mein Wort. Ja. Ich reite voran und versammle eure Gefährten, mein Herr. Danke, Frederick. Wow. Ich bin beeindruckt, Crom. Du bist ein fähiger Regent. Nicht schlecht für einen Mann, den ich einst für einen Schafhirten hielt. Ha, war ich wirklich so schlimm? Nein, ich denke nicht. Du bist allerdings reifer geworden, als Herrscher und auch als Vater. Right. Ich hatte keine Wahl. Emeryn liebte Iulis und ich muss ihr Vermächtnis bewahren. Vermächtnis wird auch bald Let's Played. Duck, 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 duck. Ah, wir sind da. Ich finde halt ein bisschen komisch, wenn er Teddy heiratet, was er eigentlich Kennenly so gedacht ist, denke ich, dass du weibliche Robin heiratest. Ich weiß nicht, irgendwie finde ich halt total seltsam.
dass er jetzt so tut, als dürfte sie nicht mitkommen, weil immerhin ist sie ja die Taktikerin gewesen die ganze Zeit. Das ist ja total dumm sonst. Verzeih, dass ich nicht früher hier sein konnte, Flavia. Hey. Hauptsache, du bist jetzt hier, Crom. Ist es wahr, dass die Flotte von Balm in sie gestochen ist? Ja, allerdings gibt es noch viele unbekannte Details. Einen Moment. Ochse! Hey, Ochse! Wo versteckst du dich, du kahlköpfiger Narr? Crom ist hier! Basilo! Ah, gut, dass du hier bist, mein Junge. Ich wusste, du würdest kommen. Ich denke, du kennst diesen Mann hier. Er behauptet, uns Informationen bezüglich der Absichten von Warm geben zu können. Wer denn? Ah! Varion! Du bist so schlecht als Bogenschütze, aber egal. Seid gegrüßt, ihre edlen Damen und Herren. Wie ist es euch allen ergangen? Erlaubt mir, euch alle zu überraschen, indem ich euch meinen Namen nenne. What? Varion, wir kennen dich doch alle. Dame an deiner Seite ist mir jedoch bisher nicht vorgestellt worden. Puh, ihr wisst überhaupt nicht. Seid bereit für das Ende, meine Charade. Lange kanntet ihr mich nur als den schneidigsten aller Schützen. Doch das war nicht alles. Für wahr, es war nur eine Maske, hinter der ich mich verbarg, denn tatsächlich bin ich. Ach, darf ich vorstellen? Herzog Varion und seine bescheidene Dienerin, Secha. Seid gegrüßt, mein Herr, ich bin geehrt. Secha, jetzt habt ihr meinen großen Auftritt verdorben. Tja. Ist mein Vergnügen, Secha. Könntest du anstelle deines Herrn sprechen? Das könnte die Sache beschleunigen, ja. Dann tu dies bitte, die Zeit drängt ein wenig. So sei es. Zunächst zu unserer Herkunft. Wir stammen beide aus Rosan, einem fruchtbaren Land auf dem Kontinent Warm. Er ist das Oberhaupt von Haus Varion und rechtmäßiger Besitzer dieses Landes. Eine Tatsache, an die er uns nur allzu oft und lautstark erinnert. Oh, ist sie nicht geistreich, das habe ich sie gelehrt. Und warum hielt es ein Edelmann aus Warm für nötig, das Meer zu überqueren? Warm war ursprünglich nur ein weiteres kleines Königreich auf unserem Kontinent. Wäre sein Name nicht der des Kontinents, hätte man seine Existenz fast vergessen. Und das wäre auch so geblieben, hätte das nicht Valar, der Eroberer, geändert. Eins nach dem anderen unterlagen die Nachbarreiche der Macht des Eroberers. Mir blieb nichts anderes übrig, als zu fliehen. Ich meine natürlich neue Verbündete zur Verteidigung meines Volkes zu suchen. Darum kam ich Du bist um dein Leben gerannt? Mehr oder weniger, ja. Mein Herr scharte seine Habe und sein Volk um sich und floh in Sicherheit. Ich kann nicht lesen. Ich blieb allein zurück und behielt die Situation in Warm im Auge. Ich sah zu, wie Imperator Valhard mühelos ganz Rosan überwältigte und eroberte. Am Ende blieb mir nichts anderes übrig, als ebenfalls hier in Ferox Zuflucht zu suchen. Zu meiner allergrößten Erleichterung. Allratsfähige Damen müssen vor feindlichen Lanzen spitzen beschützt werden. Obwohl ein Unfall in diesem Gespräch mein Interesse an euch geschmälert hat.